Als es still wird, staunt er, dass er noch am Leben ist. Seine Sachen sind klitschnass. Er ist schwach. Aber er schafft es, sich aufzusetzen. Er hat keine Ahnung, wo er ist. Er braucht etwas Zeit, um zu begreifen, dass das Gefühl von Fremdheit mehr mit der Stille als mit der Bühne in seinem Inneren zu tun hat. Überhaupt kein Verkehr. Ihm dreht sich der Kopf. Er hat noch nie eine so angenehme Ruhe erlebt. Sein ganzes Sein wird davon überflutet. Heroin schafft das nicht. Weder Pilze noch LSD oder Stechapfel verschaffen eine so perfekte akustische Illusion wie die, die er soeben erlebt hat. Dabei ist er gar nicht tot. Ein stechender Schmerz in der Kehle macht ihm begreiflich, dass er vielmehr sehr lebendig ist. Und krank. Aber zufrieden, wie ein Schwachkopf. Vor sich entdeckt er eine unverstellte Sicht. Er sieht ganz Paris von oben.